Hallo ihr Lieben, das Wetter ist perfekt, der Himmel strahlend blau, die Sonne scheint, spricht dafür, dass es diese Nacht richtig knackig kalt wird. Aber ich habe alles dabei für ein richtiges Mikroabenteuer im Winter und habe total Lust, nochmal eine Nacht draußen zu schlafen. Ja, Celine hat mich jetzt hier gerade an den Waldrand gebracht mit unserem Quad Rüdi. Und ich laufe da mal los und wenn ihr Lust habt, mich zu begleiten, dann kommt doch sehr gerne mit. Ich bin noch nicht wirklich weit gekommen, aber ich habe hier am Wegesrand direkt schon mal trockenes Gras gefunden. Und da ich ja später dann auf jeden Fall noch ein Feuer machen möchte, damit es auch schön warm und gemütlich wird, habe ich gedacht, ich nehme das einfach mal mit. Ich zeige euch das mal hier. Ne, hier ist so ganz viel trockenes Gras, was tatsächlich jetzt auch, weil den ganzen Tag die Sonne drauf geschienen hat, wo dann auch schon der Frost verschwunden ist. Und ich nehme jetzt hier einfach mal ein bisschen was mit. So. Und steck mir das jetzt einfach irgendwie körpernah in meine Jackentasche rein und dann wird das noch ein bisschen trockener und dann habe ich heute Abend hoffentlich guten Zunder. Der Weg ist richtig schön hier durch den Wald. Überall liegt momentan Haareis, weil es halt so frostig kalt ist. Ich zeige euch das mal gerade. Seht ihr das hier? Diese filigranen Strukturen, total schön. Und so ganz, ganz weich und fluffig und zerbrechlich. Wirklich gerade überall hier auf dem Weg und auch ganz viele Ameisenhügel, wo der eine oder andere versucht hat, sich einen Snack zu holen. Das ist einfach nur herrlich, ich habe richtig Lust. So, ich bin jetzt eine gute halbe Stunde in den Wald reingelaufen und bin jetzt hier an der Übernachtungsstelle von der Waldakademie angekommen. Das Coole ist, dass ich hier wirklich gar nichts von der Zivilisation mitbekomme. Also es ist absolutes Wildnis-Feeling, kann man sagen. Trotzdem bin ich noch recht nah natürlich am Ort dran. Aber ich weiß hier auch ganz sicher, ich darf alles. Ne? Ich darf hier im Wald übernachten, weil das unsere Übernachtungsstelle ist. Ich darf hier ein Feuer machen und muss mich da im Vorfeld um nichts kümmern. Von daher richtig cool. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, wie diese Übernachtungsstelle oder die Fläche hier so aussieht. Kommt doch mal mit. Also wir haben hier, das ist echt cool, so einen kleinen Bachlauf. Ne, der zieht sich hier auch so durch und läuft quasi so an der Übernachtungsstelle entlang bis da runter. Ist halt total praktisch, wenn man irgendwie Wasser braucht oder so, ne, oder auch um das Feuer zu löschen. Gut, im Winter habe ich jetzt wahrscheinlich nicht so das Problem damit, aber trotzdem total praktisch. Nur der ist natürlich auch ordentlich laut. Mich treibt sowas gerne dann nachts mal raus, aber wollen wir mal sehen. Man hat hier einen perfekten Blick in den Sternenhimmel. Und ich glaube, bei den frostigen Temperaturen, wenn nachher die Sonne untergegangen ist, dann wird man auch den einen oder anderen Stern sehen. Ich glaube, wir haben heute Halbmond. So. Genau. Und da freue ich mich schon drauf, nachher ein bisschen Sterne zu gucken. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir hier hauptsächlich Fichten. Das ist aber zum Übernachten total cool, weil nämlich Fichten total viel Niederschlag auch abhalten. Also bis zu 30% des gesamten jährlichen Niederschlags bleibt quasi in der Krone von der Fichte hängen. Also wenn ihr irgendwie während einer Wanderung oder auch zum Übernachten trockenes Plätzchen sucht, dann sind Fichten echt eine gute Wahl. Von daher finde ich hier ganz sicher einen guten Platz zum Übernachten auch. So, ich habe mich jetzt noch ein bisschen näher mal umgeschaut und habe auch, glaube ich, schon eine geeignete Übernachtungsstelle gefunden. Dazu dann später mehr, da zeige ich euch dann genau, wie ich da was aufbaue und was ich mir überlegt habe.
In Anbetracht der Tatsache, dass wir aber Winter haben und wir nicht ganz, oder ich nicht ganz so lange noch Sonnenlicht habe, wir haben jetzt 3:45 circa, also eine gute Stunde oder anderthalb Stunden, sagen wir mal, ist es noch hell. Aber deswegen habe ich mir überlegt, weil ich das Tarp und alles, was ich so aufbauen möchte, auch ganz gut mit der Stirnlampe hinbekomme, nutze ich das Sonnenlicht noch, um schon mal Feuerholz zu sammeln. Und damit ich da auf jeden Fall dann auch genug habe, um mir nachher gemütlich ein Feuer machen zu können und alles schon mal hier beisammen habe. So möglichst trockenes Holz dann zu haben, um nachher das Feuer auch anzubekommen. Es ist gut, wenn man dann hier so die trockenen, toten Äste an den Fichten nimmt. Und wenn die so richtig schön knacken, dann sind die auch innen schön, schön trocken und dann kriegt man damit das Feuer auch an. Und davon nehme ich mir jetzt mal einiges mit, damit ich in jedem Fall nachher auch das Feuer gestartet bekomme. So, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Feuerholz gesammelt. Ne, ihr seht das hier hinter mir. Habe das erstmal nur hier hingebracht. Ich denke, das reicht erstmal für die erste Zeit, um das Feuer anzubekommen. Und ich weiß auf jeden Fall noch, wo es mehr gibt. Ich werde das dann nachher, wenn ich das Feuer jetzt starten möchte, dann auch noch schön sortieren gleich und hier eine Feuerstelle einrichten. Aber ich glaube, ich kümmere mich dann jetzt erstmal um meinen Schlafplatz. Schauen wir mal, wie das so läuft. So, also ich bin jetzt hier an meinem Schlafplatz angekommen. Also ich bin hier quasi auf so einem kleinen Podest. Ne? Wie ihr sehen könnt, da unten ist die Übernachtungsstelle, die ich euch eben gezeigt habe. Also das geht hier so runter. Ne? Das heißt, ich liege auch ein bisschen erhöht und der Bachlauf ist nicht ganz so laut hier oben. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich dann vielleicht auch ein paar Tiere hören kann, ein bisschen was anderes. Und hier habe ich quasi zwischen den Fichten, das ist ja so eine richtig, ja, richtig schöne Fichtenplantage, wie man so kennt, alles in Reihe und Glied, aber natürlich dann super, um das Tarp aufzubauen. Also hier habe ich eine ebene Fläche. So, also die Fläche habe ich jetzt soweit präpariert und ich habe meinen Poncho mitgebracht. Ich zeige euch das mal. Also das ist quasi mein Regenponcho, den ich so nehme, den man aber auch als Tarp nutzen kann. Der ist natürlich aber wesentlich kleiner als so normales Tarp. Hier ist die Kapuze, ne? Seht ihr hier. Und ansonsten habe ich noch dabei hier ein bisschen Paracord. Ne? Hab mal so drei Stränge da mitgebracht, damit ich ein bisschen was basteln kann, weil ich wusste noch nicht genau. Und dann habe ich hier dann noch ein paar Heringe dabei. Ja. Aufgrund der Zeit, ne, die hätte ich mir natürlich auch schnitzen können, aber weil es ja jetzt schon recht früh dunkel wird und ich nicht für alles heute Zeit habe, ne, die Zeit ist begrenzt, habe ich die Heringe jetzt mal mitgebracht. Ja, dann werde ich mal gucken, was ich mir jetzt hier raus bastel. So, ich habe meinen Tab jetzt fertig aufgebaut, beziehungsweise meinen Regenponcho, und zeige euch das jetzt mal so ein bisschen im Detail, was ich gemacht habe. So, vielleicht erstmal eine Aufnahme von Weitem. Na, hier seht ihr das so. Ich versuche recht flach aufzuspannen. Hier habe ich einfach die Kapuze, die ja ohnehin irgendwie so eine Schwachstelle ist, versucht zu nutzen. Ich habe die fest zugezogen, aber es soll ja auch jetzt nicht regnen. Also hier könnte noch ein bisschen was reinkommen, aber soweit ist die dicht. Und habe die dann genutzt, um quasi das Tarp hier aufzuspannen, ne, in der Mitte, damit es ein bisschen höher ist. Habe eigentlich an den Enden, also überall, wo ich hier so Schlaufen habe ich dann Hering reingepackt, ne, hier an den Seiten. Hier dann auch noch eine in der Mitte und hier, und dann habe ich quasi zum Wasser hin meinen Eingang gewählt. Und so sieht es dann aus. Das ist jetzt nicht kein komplettes Shelter, aber es bietet mir halt schon Schutz. Ne? Ich hätte es auch noch ein bisschen flacher machen können, aber da es jetzt nicht so windig ist. Ja, hier habe ich es einfach mit einem Knoten befestigt, hier dann mit einem Abspannknoten am Baum festgemacht an der einen Ecke. Das ist dieser Top-Segel-Schotstick, wenn das jemandem was sagt. Ich finde den Knoten einfach super.
Ja, weil der ist nämlich sogar auch verschiebbar. Such mal gerade euch das. Also den kann ich hier wieder zurückjustieren und dann auch wieder ganz bequem nach unten ziehen. Das ist ganz cool. Ja. Das war's dann auch schon mit meinem Shelter oder zumindest erstmal den Poncho-Aufbau. Jetzt lege ich da auch schon mal die Isomatte rein und zeige euch das dann nochmal, wie es dann drinnen quasi in meinem kleinen Häuschen aussieht. So. Ne, so sieht's dann aus. Vielleicht noch so ein paar Worte, warum ich mich jetzt hier oder wie ich das hier aufgebaut habe. Ne, ihr seht, ich habe hier einmal so eine Schaumstoff-Isomatte, die zusammenfaltbar ist, als Unterlage. Ja, und darüber dann halt so eine normale, aufblasbare Isomatte. So, ja, mittlerweile ist es ziemlich dunkel geworden, deswegen würde ich sagen, es ist mal Zeit, Feuer anzumachen, obwohl es eigentlich erst 5:30 ist, aber ja, es ist Winter, da wird es einfach früh dunkel. Ja, und ich habe jetzt hier so ein bisschen das Feuerholz, was ich eben gesammelt habe, mal sortiert. Ich zeige euch das mal. So, bisschen Licht machen, damit man hier etwas sehen kann. Genau, also hier so, ne, dass ich das kleine Zeug dann auch zum Anzünden habe. Hier dann ein bisschen größer und da hinten sind das größere Holz. Und dann habe ich auf dem Weg auch noch ein bisschen Birkenrinde gefunden. Das ist ziemlich cool, weil das perfekter Zunder ist. Der brennt nämlich sogar auch ganz gut, wenn er feucht ist. Ja. Und vielleicht könnt ihr euch noch an eben erinnern, wo ich das Gras in meine Tasche gepackt habe. Das ist mittlerweile, also es fühlt sich zumindest richtig schön trocken an. Ja, und das ist dann erstmal, ich habe hier noch so ein paar Stämme liegen oder gefunden, die hier so rumlagen. Damit habe ich so eine kleine Begrenzung gebaut und dann in der Hoffnung, wenn das Feuer dann gleich auch schön am Laufen ist, dass die Stämme hier außen, weil die sind jetzt schon sehr, sehr nass noch, dass die vielleicht dann ein bisschen trocknen und dass ich die dann nachher auch mit aufs Feuer packen kann, wenn es mal so richtig am Start ist. Ja, so erstmal in der Theorie und jetzt wollen wir mal gucken, ob es dann auch tatsächlich funktioniert. Ich habe jetzt hier so ein kleinen Feueraufbau schon mal gemacht, ne, dass ich hier quasi so ein kleines Rechteck gebaut habe, ein paar Äste übereinander gestapelt habe, in der Mitte dann das trockene Gras, schon eine Unterlage von der Birkenrinde, so damit da, ja, dann wenn Funke kommt, der dann da auch drauf treffen kann. Und jetzt müssen wir die Birkenrinde noch so ein bisschen vorbereiten. Das heißt, wir brauchen am Anfang viel Oberfläche, ne, damit das Feuer überhaupt oder der Funke da überhaupt irgendwo auftreffen kann und sich entzünden kann. Und da ist es dann super, wenn man hier diese kleinen feinen Fasern von der Birkenrinde so ein bisschen abzupft, wenn man das hat, also wenn die sich hier so abzupfen lassen. Man kann aber dann auch einfach mal so ein bisschen was, ich habe ja hier mehr gesammelt, ja, von den Feinen, einfach mal ein bisschen was in die Hand nehmen und so reiben, dann kommt das feine Zeug da auch gut raus. So, davon mache ich jetzt noch ein bisschen was, ne, dass ich das halt schön klein mache und da möchte ich das gleich eben mit meinem Feuerstahl entzünden. Ne. Der Feuerstahl, das ist quasi so ein Magnesiumstab, der, ja, wenn man da Funken macht, das kann ich schon mal gerade zeigen, wie man das da macht, ne? Einfach, ich nehme dann hier die Rückseite von meiner Messerklinke und dann kann ich damit so wunderbar richtig schön Funken machen. Das gibt hier so einen Abrieb, der super heiß ist. Ja, wenn ich dann dafür sorge, dass ich genügend kleines Material hier habe, was ich dann entzünden kann, dann hoffe ich damit, das Feuer anzumachen. Thank you.
So, ihr Lieben, also das Feuer brennt jetzt. Es knistert auch ganz schön und ja, ist nämlich alles ziemlich feucht. Also ich musste auch so ein bisschen die einzelnen Stöcker dann auch noch anschnitzen, damit ich auf die trockenen Schichten dann gekommen bin. Aber so, ich zeige es euch mal. Jetzt brennt es ganz schön und ich hoffe, dass vielleicht das Holz drumherum dann auch noch getrocknet werden kann. Also da tritt auf jeden Fall auch schon ordentlich Wasser aus. Vielleicht reicht das dann. Ja, und ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal so ans Essen begeben, ne? Dass ich mal Wasser koche, zeige ich euch gleich, was ich auch zu essen dann für heute Abend dabei habe. So, während mein Wasser da so langsam beginnt zu kochen, wollte ich euch mal zeigen, was ich denn so zu essen heute dabei habe. Puh, hier qualmt es ganz schön. ja, so, ich habe mir hier ein bisschen was vorbereitet. Zeige euch das mal. Das hier ist heute mein Survival Food. Yum, yum, ne? Also da drin ist Polenta, da ist so ein Falafelmix drin. Da habe ich ganz viele Kerne reingepackt, also so Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne. Gemüsebrühe ein bisschen, Leinsamen sind da auch drin, noch ein paar Sojaschnetzel und ganz viele Gewürze, damit es überhaupt noch irgendwas schmeckt. Und das Praktische eben an dieser Polenta ist, das muss nur quellen. Das heißt, ich koche jetzt hier zuerst das Wasser. Das sind so 300 Milliliter, die ich zum Kochen bringe. Und dann kann ich das gleich einfach da einrühren. Ja, ich habe hier meinen Topf, den kann ich vielleicht nochmal zeigen. Das ist ganz cool, der ist aus Titan. Also ich habe den jetzt eben da einfach reingestellt, so den kann man auch wirklich direkt ins Feuer stellen. Ich zeige euch das mal hier. Der hat hier so einen Henkel, auch ganz praktisch. Der wird zwar dann hier so super schwarz, aber das darf der ruhig auch, ne? Dann sieht man auch, dass der benutzt wird. So, das Wasser hat mittlerweile gekocht und ich habe jetzt da meine Mischung eingerührt. Habe sie jetzt noch mal kurz ans Feuer gestellt. So, schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. So. Deckel ab. Also es riecht auf jeden Fall gut. Es riecht würzig. Ich habe so ganz viel Curry und sowas da reingetan. Also da kann man ja echt erfinderisch sein. Und vor allen Dingen, das waren irgendwie 150 Gramm oder so. Ne? Und das ist jetzt dieser ganze Topf voll geworden. Also ordentlich was zu essen. So, nach dem ganzen Sammeln und ein bisschen Wandern und Aufbauen und so habe ich jetzt auch Hunger. Und ich lasse es mir jetzt schmecken und genieße hier die Lagerfeuerromantik. Ja, so ihr Lieben, also ich bin jetzt auf jeden Fall pappsatt. Das war doch ein ordentliches Portionchen. Ja, ich lasse jetzt hier das Feuer noch so ein bisschen ausbrennen, räume jetzt mal hier ein bisschen auf und dann werde ich mir ein Plätzchen im Wald suchen und mich da mal ein Weilchen einfach hinsetzen. Ich mache das immer ganz gerne, um an Orten halt dann wirklich so anzukommen. Lausche dann einfach mal so ein bisschen in den Wald hinein. Die Sterne sind mittlerweile auch schön aufgegangen, der Mond auch. Jetzt liege ich hier in meinem Kilt unter dem Tarp. Ich habe mir noch ein paar Schichten angezogen, also es sollte mir jetzt eigentlich nicht zu kalt werden. Zeige ich das mal gerade. So, hier, ne, so schön. Also ich mache mich dann jetzt mal in die Federn und pack mich hier nochmal ordentlich warm ein, kuschel mich hier so richtig rein und ich bin mal gespannt, was die Nacht so bringt. Bis morgen früh. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Die Nacht ist jetzt vorbei, also es ist zwar immer noch stockdüster, aber wir haben schon nach 7:30. Ich bin tatsächlich irgendwie 6:30 oder so habe ich mal auf die Uhr, um 6:15 habe ich auf die Uhr geschaut und dachte so, ah ja, komm, drehst du dich nochmal kurz um. Und dann bin ich wirklich nochmal über eine Stunde richtig fest eingeschlafen. War die Kombi Kilt im Schlafsack auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, ansonsten war es echt schön. Ich habe so ein bisschen, ich meine, der Bachlauf ist immer noch sehr dominant von den Geräuschen her. Aber ich konnte einen Waldkauz hören und ja, es war richtig schön, halt auch wie der Mond die ganze Zeit dann trotzdem noch so durch die Bäume gescheint hat. Und ich werde jetzt mal, bevor ich meinen Kram hier zusammenpacke,
Weil da hinten ist so eine Wiese. Da kommen gerne mal Rehe oder auch andere Tiere vorbei. Und bevor ich jetzt hier zusammenpacke und dann komplett laut bin, werde ich mal darüber schleichen und mich da nochmal, wie gestern Abend quasi auch, einfach mal hinsetzen, gucken, was passiert. Vielleicht schaut das eine oder andere Reh vorbei oder auch ein Hase oder wie auch immer. Guck mal gerade, ob ihr das sehen könnt. Diese Eiskristalle da sogar in der Flasche sehen. Also ich habe jetzt quasi Eiswasser zum Frühstück. Das ist jetzt nicht, die Flasche ist nicht kaputt, sondern das sind halt die Eiskristalle. Also es war schon frostig, ist es auch immer noch, aber ja, alles gut. So, und jetzt werde ich mich mal an den Abbau machen. Ich habe jetzt alles zusammengepackt, aber bevor ich es in den Rucksack räume, zeige ich euch nochmal so in komprimierter Form, was ich heute dabei hatte oder letzte Nacht dabei hatte, um draußen zu übernachten. Also schauen wir mal. Hier sieht man übrigens noch ganz schön die Form auch, wo ich lag. Also hier richtig dunkel und daneben hell. Genau, so. Also hier ne, 4 Heringe habe ich benutzt, um das Tarp zu befestigen. 2x Paracord. Um es abzuspannen. Das hier ist quasi mein Poncho, den ich als Tarp jetzt verwendet habe. Dann habe ich hier einmal die Isomatte, diese zusammenklappbare Schaumstoff-Isomatte. Hier ist Isomatte Nummer 2 aufblasbar. Das ist das Kilt, der Schlafsack. Und das hier ist quasi der Pumpsack von meiner aufblasbaren Isomatte. Und da habe ich einfach alles, was ich jetzt so nicht anhatte, reingestopft und dann als Kissen benutzt. Ganz schön viel Kram eigentlich für eine Nacht, aber es macht auch wenig Unterschied, ob man jetzt eine Nacht draußen ist oder jetzt mehrere Tage unterwegs ist. Man braucht ja immer diesen Kram. Ne? Ja, den räume ich jetzt mal in meinen Rucksack rein. Ist einfach nur herrlich, muss ich das nochmal zeigen, hier diese Wiese. So schön gefroren ist und da hinten geht langsam so die Sonne richtig auf, der Himmel ist blau, das ist einfach richtig schön. Schaut mal. Na, wie war's? Richtig gutes Timing. Und? War cool, war schön. Das war mein kleines Mikroabenteuer. Es war richtig schön, es war kurz, aber ja, ich fühle mich jetzt auf jeden Fall total erfrischt, gut erholt und ja, es war einfach nur herrlich.